Gentlemen, hallo und alle herzlich willkommen damit zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect in einer wunderschönen neuen Folge am Freitag. Hoffentlich habt ihr die Woche gut überstanden und damit herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Folge. Wir haben in der letzten Folge uns, hubala, so ein bisschen damit auseinandergesetzt, hier erstmal Ordnung wieder reinzukriegen in den ganzen Kladderadatsch, den wir hier verursacht haben. Mein Ziel ist jetzt mal gerade ganz kurz zu gucken, wie sieht es mit den Bedürfnissen der normalen, der Schutzbefohlenen aus. Die sehen erstmal ganz zufriedenstellend aus, ne? Also da sehe ich jetzt momentan noch kein Problem, weil der Trakt allgemein für alle zur Verfügung ist und die deswegen auch problemlos, die Kantine und Co. erreichen können. Die Hochsicherheitsjungs haben wir weggesperrt. Das hat schon mal funktioniert. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, 14.000 Euro zu haben. Und diese 14.000 Euro wird jetzt erstmal in verschiedene Objekte investiert, sag ich jetzt mal. Wir werden also tatsächlich ein gewisses Maß an, ja, wie soll ich sagen, an Finanzierung erstmal brauchen. Wir brauchen erstmal die Möglichkeit, unseren Häftlingen hier ein bisschen was zu bieten. Und das bedeutet für mich, wir könnten entweder einen neuen Zellentrakt bauen, weil die den Hochsicherheitstrakt hier, den können wir erstmal so lassen, wie er ist. Da machen wir ja erstmal nichts mit falsch. Ah, ist schon wieder direkt irgendwo Eskalation gewesen. Habt ihr das gehört? Ich weiß noch nicht, wo. Ja, hier irgendwo. Was ist hier los? Da. Ausbruchsversuch. Ja, wir müssen das hier mit diesem Hof müssen wir echt mal in den Griff kriegen. Das ist ganz fürchterlich. Aber gut. Momentan, mir doch egal. Sollen die sich da alle zwei Tage lang kloppen? Das ist mir eigentlich herzlich egal. Wir haben hier oben mal ganz kurz was zu tun. Das können wir mal ganz kurz schon mal eben machen. Wir brauchen einmal Objekt abreißen. Und das bedeutet konkret hier oben der gesamte Schlafsaal. Alles, was hier drin ist. Bah, sind unsere Häftlinge dreckig. Bah. Bah, chill mal, Junge. Hygiene. Ein Häftling ist wütend, weil dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird. Ja, welcher Häftling denn? Sag mir doch mal, welcher Häftling? Ist hier unten irgendeiner in Schutzhaft oder was? Nee. Hä? Welcher Häftling ist denn jetzt hier angepriesen darüber? Drogen, Erholung, Nahrung. Wie lange bist du denn noch einschließen? 14 Minuten noch aktiv. Damit kannst du doch gleich schon am Frühstück. Nee, Frühstück gibt's ja nicht. Spiritualität. Luxusgüter. Literatur, Freiheit. Warum? Einer von unseren Häftlingen geht nicht duschen. So, der hat Drogen. Die haben nämlich hier alle eine Dusche in ihrer Zelle. Deswegen wundert mich gerade. Kann ja eigentlich nur einer von den Schutzbefohlenen sein. Aber der hat keine Probleme. Die haben nur Luxusgüter als Problem. Und damit sehe ich jetzt natürlich überhaupt kein Problem. Ich gucke jetzt mal gleich. Ach, es gibt ja nichts zu essen. Es gibt erst Abendessen. Ich hätte jetzt mal eine Idee. Doch, es gibt ja Essen. Nur Frühstück, aber kein Abendessen. Ach so, so rum habe ich es letztes Mal gemacht. Ich guck mal ganz kurz hier durch. Familie, Drogen, Spiritualität. Warum hat der Spiritualität also großes Bedürfnis? Wir haben noch eine Kapelle. So, wir gucken mal ganz kurz. Training, Alkohol, Training, 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 Training. Die brauchen halt so einen Sportraum jetzt mal irgendwann. Luxusgüter, Komfort, Drogen, Familie und Erholung. Ich will mal gerade rausfinden, welcher das ist. Weil das scheint ja ein ganz konkretes Problem von einem zu sein. Weil wir haben ja konkret Essen, Nahrung, Ruhe, Nahrung, Komfort, Drogen, Spiritualität. Warum unser Kollege Scharfschütze? Achso, der geht nur dadurch, um zur Pause zu kommen. Ja, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer das Problem hat. Das muss ich ehrlich sagen. Eigentlich haben wir überhaupt kein Problem mit Hygiene. Nee, der eine hat es jetzt auch abgearbeitet. Alles gut. Nichts ist passiert. Alles ist wunderbar. Was tragen wir denn hier durch die Gegend? Achso, die ganzen Betten von da oben. Ja, wir haben hier noch keinen alternativen Weg. Die gehen natürlich immer gern durch die Personaltüren. Dann müssen sie hier vorne nicht durch. Das ist natürlich klar. Ja, unsere Wachen sind mittlerweile auch zufrieden. Seitdem die Personalkantine funktioniert, ist ja schon mal alles gut. Die Kollegen machen Pause. Damit funktioniert das jetzt hier auch mit unseren Scharfschützen. Alles wunderbar. Da habe ich überhaupt nichts gegen zu sagen. Wir haben momentan 13.000 Dollar zur Verfügung. Das heißt, was wir jetzt mal machen, ist jetzt der Trick 17. Und zwar, wenn jetzt hier mal Bett nach Lagerraum verlegen irgendwann mal abgearbeitet worden ist, dann werden wir hier oben den Raum einmal leer machen und dann werden wir das als Werkstatt deklarieren. Ne? Beziehungsweise, ich werde mal ganz kurz hier vorne schon mal eine normale Tür einbauen. Wobei Werkstatt, nee, dahin ist auch doof irgendwie, stelle ich gerade fest. Da eine Werkstatt hin ist auf jeden Fall doof. Weil da gibt es zu viele Möglichkeiten, wo was schief gehen kann. Die Schutzbefohlenen, die können natürlich hier gemütlich in ihrem Trakt bleiben. Eigentlich müssten wir das genau tauschen. Eigentlich müsste der Trakt nach da und hier müsste die Werkstatt hin. Aber dann kommen die Schutzbefohlenen nicht mehr hin. Es ist alles irgendwie doof. Also, der Sportraum, der wäre ja eigentlich relevant. Da würde ich jetzt fast schon sagen, ehrlich gesagt, wir bauen eigentlich am besten nichts an. Die Werkstatt, wir müssen uns echt überlegen,
Ich meine, wir bauen die Werkstatt ja nur improvisiert. Die Werkstatt kommt ja hinterher weg. Ich habe ja keine dauerhafte Werkstatt mehr in diesem Gefängnis. Es ist das erste Mal, seitdem wir Prison Architect spielen, dass wir keine dauerhafte Werkstatt irgendwo haben werden. Sondern ich mache die nur für die beiden Subventionen, einmal für die Tischlerlehre und einmal für die Nummernschilder. Und ansonsten machen wir in der Werkstatt nichts. Das heißt für mich, wir bauen diese Werkstatt geschummelt jetzt hier oben rein. Und diese Werkstatt kriegt nichts da, keine Tür, kein gar nichts. Sie kriegt nur einen Metalldetektor dahin. Damit die mir hier nicht alles wegsnacken. So, das hier ist jetzt eine Werkstatt. Wo ist Werkstatt? Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Das ist eine Werkstatt. Diese Werkstatt braucht Strom, das ist klar. Aber den Strom haben wir ja, das ist überhaupt kein Thema. So, der kommt jetzt erstmal von... Nee, da machen wir jetzt erstmal nicht. Wir stellen hier in die Werkstatt erstmal Tische rein. Eins, zwei... Ja, weiß ich nicht. Drei, vier. Ja doch, da drei, vier. Und ein Tisch klein. So, da einen kleinen Tisch und da einen kleinen Tisch hin. Und dann stellen wir... Da eine Tischsäge hin, eine und zwei, und dann stellen wir natürlich eine Hydraulikpresse dahin, eine und, nee, das war noch eine Tischsäge. Ah! Ja, die eine wird wieder verkauft, eine Hydraulikpresse da rein, noch eine Hydraulikpresse da rein und wir stellen so eine Werkbank da rein. So, und mehr machen wir daran nicht. Und dann müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir eine Stromversorgung hinkriegen. Die beiden verbinden sich ja automatisch, das heißt, ihr beide werdet noch darüber verbunden und du verbindest dich darüber. Und dann haben wir hier eine Werkstatt erstmal fertig und in dieser Werkstatt werden... 4 qualifizierte Häftlinge schon mal drin arbeiten. Da können die sich schon mal problemlos drum kümmern. Das ist schon mal eine super Aufgabe für unsere Häftlinge. Da können die sich super mit beschäftigen. Die können schon mal das Holz dahin tragen, das ist auch schon mal in Ordnung. Ach, muss von Wänden und Türen umschlossen sein. Ach so, ja, dann müssen wir das natürlich nochmal einen Tacken anders machen. Wo ist denn Kollege Metalldetektor jetzt hingekommen? Das ist eine gute Frage. Ach, die eine Tischsäge, die ich jetzt hier noch habe, die könnt ihr mal ganz kurz da nochmal hinstellen. Wo ist denn hier unsere Tischsäge? Tischsäge, Tischsäge, ich meine Metalldetektor, da. Da kommt der Metalldetektor hin und dann machen wir natürlich hier nochmal eine Tür rein. Wenn auch nur eine völlig normale, weil das kostet kein Geld. Hauptsache diese Werkstatt funktioniert, weil alles andere ist uns erstmal herzlich egal. Feuer frei. Tragt euch erstmal alles durch die Gegend. Ja, die müssen jetzt natürlich vom Lager da unten herlaufen. Das wäre natürlich die nächste Maßnahme, dass wir das Lager erstmal hier in den Innenbereich irgendwo hin verlagern. Haha, verlagern. Oh. Das wäre natürlich noch eine Maßnahme. Das könnten wir natürlich noch theoretisch machen. Da würde ich sogar jetzt ein ganz großer Freund von sein, das relativ zeitnah zu tun. Dann könnten wir nämlich hier einmal 8x15 da ein Lager hinsetzen und dann können wir das Lager, was jetzt hier unten ist, mal auflösen. Die können ruhig mal den 1,50 Meter gehen. Außerdem können wir das mal verbinden, damit wir heute Nacht nochmal ein bisschen Geld kriegen. Dann können wir mal ganz kurz gucken, ja, das kriegen wir nämlich schon mal 10.000 Euro für. Wir haben nämlich so viel Energie, die momentan da reingeht. Und dann müssen wir mal in der Zukunft die erneuerbaren Energien ausbauen, wie blöde, damit wir hier in Zukunft auch mal ein bisschen Geld kriegen. So, der Metalldetektor hat keinen Strom, das ist mir auch klar. Der kommt dann aber dahin und dann wird nämlich diese Tischsäge hier vorne direkt erstmal wieder abgerissen. Und wenn die abgerissen ist, dann werde ich das Objekt danach direkt verkaufen. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. So, Objekt verkaufen. So, ja, hat uns zwar ein bisschen Geld gekostet, 225 Euro, aber in der Werkstatt können jetzt theoretisch schon mal Leute arbeiten. Alle 4 sind da jetzt zugewiesen. Werkstatt. So, das heißt, die Leute, die jetzt arbeiten können, können in der Werkstatt schon mal arbeiten. Und wir können natürlich Sicherheit und Einweisung in der Werkstatt ebenfalls machen. Das ist schon mal gut. So, Grundlagenbildung haben alle Leute bestanden. Das heißt, wir machen ein Programm der Grundlagenbildung weg und machen stattdessen Allgemeinbildung dahin. Auch wichtig. So. Solarpanelentwicklung ist ja auch so eine Frage. Angelegenheit, Vorarbeiter in Werkstatt, Sitzungsdauer. Jeder Häftling benötigt Übungssolarpanel, freiwillig, Schülersitze, praktisch, Mittel, erfordert Gefängnisarbeit. So, das heißt theoretisch, ja, keine Ausstattung, genau. Sobald wir die da hinbauen, müsste das also mit dem Solarpanel auch funktionieren. Wir machen das aber eins nach dem anderen. Also erstmal machen wir jetzt hier diese Nummernschilder-Geschichte, die jetzt vermutlich momentan noch keine Nummernschilder kaufen, weil wir noch kein Blech kaufen, weil wir ja noch Holz haben. Aber sobald die da morgen mal drin gearbeitet haben, ist alles gut. Von Wänden und Türen umschlossen. Ja gut, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Da müssten wir hier vorne mal ganz kurz... Innenbereich ausräumen machen. Da können die sich mal ganz kurz drum kümmern und dann können wir hier vorne, ja, da können wir auch meinetwegen die normale Gefängnistür erstmal noch drin stehen lassen. Das macht ja erstmal nichts kaputt. Gut so. Das funktioniert schon mal. Das ist schon mal wichtig. Gut. Dann können wir hier vorne eine Wache dauerhaft hier vorne mal einplanen, damit überhaupt einer mitkriegt, dass da eine Schlägerei ist. Das wäre mir auch ganz lieb. Und wie ihr seht, ja, haben wir jetzt natürlich mal ganz kurz keinen Strom gehabt, weil wir jetzt natürlich... Ja, alles wird gut. So, du kannst Verbindung wieder trennen. Achso, jetzt haben wir die natürlich einmal gehimmelt. Alle an. So, und jetzt, ja, der kann momentan... Momentan reicht das nicht. Ja,
Momentan reicht das nicht. Das heißt, wir müssten theoretisch eine elektrische Schaltkomponente einbauen. Und die heißt... nicht Logikgatter, die heißt ganz einfach. Einfach nur Schalter. Wo ist der Hauptschalter? Da, Netzschalter. Wir brauchen einen Netzschalter hier vorne. Dieser Netzschalter muss in der Lage sein, dass wir quasi ohne, dass das ganze Ding an ist, schon mal in der Lage sind, Strom zu haben. So, weil morgen früh gibt's Frühstück. Es wäre ganz ärgerlich, wenn wir dann gleich nicht in der Lage sind, Frühstück zu machen. Da hätte ich ein Problem mit. Also dieser Netzschalter hier, der hat Priorität. So, Netzschalter einbauen ist das Wichtigste überhaupt. Und dann werden wir den nämlich ausschalten. Und dann sind wir in der Lage, das... Genau, so, Netzschalter ausschalten. Und den erstmal wieder an. Und dann muss der nämlich erstmal Batterieladung laden, weil momentan haben wir absolut nichts, was wir hier in die Batterie reinspeisen. Da geht nämlich so gut wie nichts rein momentan. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir haben deswegen weder warm Wasser noch sonst irgendwas. Um 7 Uhr wird aufgestanden. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass das gleich natürlich funktioniert. Ne, deswegen, jetzt müssen die mal ganz kurz, auch wenn wir sehr, sehr schlechte Wetterlagen momentan haben. Wir haben quasi windstill, Frühling. Es hat überhaupt nicht geschneit, ist mir mal aufgefallen, diesen Winter. Ich weiß nicht, was das so bedeuten soll. Wir haben 7%. Wann fangen die an zu kochen? Ja, ein Stündchen warten wir noch, ne? So, und dann machen wir nämlich den Netzschalter ein. Ab 6 Uhr scheint ja die Sonne auch wieder. Und dann sollten wir jetzt eigentlich in der Lage sein. 9%, 8%, 7%, 6%, 5%. So, und ab jetzt geht's wieder auf und jetzt ist alles gut. Ne, das war jetzt mal ganz kurz wichtig, weil sonst haben wir gleich in der Kantine nichts zu essen. Die sind am Kochen wie blöde, warm Wasser ist da. Es ist alles warm. Wir haben keine Probleme. Ne, ausgenommen hier natürlich, Werkstatt ist kalt, das hier ist kalt. Ja, da müssen wir uns dann halt irgendwann mal was einfallen lassen. Ich weiß noch nicht. Wo haben wir denn überhaupt unsere Heizungen hier? Komm mal raus. Da ist Heizung. Wir müssten halt irgendwo hier in diese Bereiche mal eine Heizung reinbauen. Das ist relevant. Da würde ich sagen, bauen wir eine Heizung ein. Ja, wo bauen wir hier eine Heizung rein? Das ist eine gute Frage. Da und da. Erstmal. Ne? Damit das halt schon mal da ist. Die Heizung wird noch nicht funktionieren, beziehungsweise ich werde die jetzt halt eben mal funktional schalten. Das kann ich ja durchaus machen. Das ist überhaupt kein Thema. Nee, da will ich eigentlich nicht her. Da muss ich nicht ganz so viel rausreißen hinterher. So, Gefahrenlevel angucken. Hygiene ist natürlich klar. Jetzt müssten die aber eigentlich gleich, weil sie alle in ihrer eigenen Zelle duschen können, ist das Gefahrenpotenzial natürlich deutlich geringer. Launisch, tödlich, furchtlos. Und damit haben wir jetzt das Bedürfnis auf Null. Alles im grünen Bereich. Das sollte schon mal funktionieren. Wir machen mal ganz kurz eine Tunnelsuche in allen Trakten. Ne? Weil wir natürlich einmal sicherstellen wollen, währenddessen die jetzt am Duschen sind. Warum habe ich eigentlich Dusche nochmal separat? Das ist halt eigentlich irgendwie tatsächlich useless. Anstatt, ja, der Dusche, Freizeit, können wir das Ganze natürlich nochmal ändern. Was ist hier passiert? Ausbruchsversuch schon wieder. Ja, 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 immer wieder. Immer wieder gerne. Was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wache rufen. Wache rufen. Warum die hier vorne, die hier rumlaufen, nicht eingreifen, weiß ich nicht. So, was ist jetzt hier passiert? Warum haben wir jetzt schon wieder eine Wache verloren? Das würde ich mal ganz gern wissen. Haben die hier alle Ausbruchsversuch passiert? Ja, Personal angegriffen. Hier ist noch irgendeiner. Zerstörung. Erholung. Drogen, Literatur. Familie, Drogen, 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 Nahrung, Drogen, ja, weiß ich nicht. Wir müssen, glaube ich, mal ein Besserungsprogramm für Drogen machen. Wir brauchen auf jeden Fall einen dieser Besserungsräume. Also, wir haben ja nun mal diesen Zustand dabei gebaut, dass Schmuggel als besonders problematisch deklariert wird. Wir müssen also irgendwie das Ding in den Griff kriegen. Es ist, ja, es ist nicht so einfach. So, hier ist alles erstmal unter Kontrolle. Die Tür wird repariert, hier wurde alles repariert. Ja, die Jungs hier werden alle durch die Gegend gefahren. Wo kommen die denn jetzt hin? Einzelhaft. Achso, ja. Da kannst du die so schön drin einsperren. Da können die jetzt erstmal wieder runterkommen. Und dann sollte das Ganze hoffentlich halbwegs akzeptabel werden hier. Wir haben immer noch schwer Probleme in unserem Knast hier. Aber es wird irgendwann wieder funktionieren. Was ist hier schon wieder los? Batterie lädt auf, aber nun wirklich sehr, sehr langsam. Ja, wir müssen gucken. Wir müssen schwer gucken, dass wir hier nicht irgendwann in ein Problem reinkommen. So, furchtlos Bandenmitglied. Ja, wir müssen denen ja auch einen Zugang zum Hof und sowas momentan noch ermöglichen. Beziehungsweise, ich bin ehrlich der Meinung, wir müssten das hier vorne eigentlich anders machen. Eigentlich sollte hier vorne keiner mehr hergehen. Aber das kriegen wir nicht hin, weil das muss ja anders organisiert werden. Was ist hier los? Häftling. Ein Häftling arbeitet. Der lädt jetzt hier schon mal so ein bisschen was durch die Gegend. Ja, da hat er ja viel gearbeitet. Ich weiß nicht, warum da nur 4 Leute drin arbeiten, das weiß ich nicht. Aber, naja gut, jetzt ist erstmal Hofgang, hier oben sitzt der Sniper, der bewacht das Ganze. Alles erstmal im grünen Bereich, Drogen, Luxusgüter. Ja, Luxusgüter ist halt echt nochmal so ein Thema. Wir können mal ganz kurz gucken hier.
wie das mit den Regeln aussieht, beziehungsweise Besserungsprogramm, Gefängnisverwaltung. Irgendwo war das nochmal drunter. Häftlingsgehälter sind erstmal akzeptabel. Wir müssten erstmal gucken. Zuschüsse, Regeln. Wo war das denn nochmal drunter? Oh, das ist alles nicht so einfach. Also, Transfers ist es nicht gewesen. Anpassung der Haftstrafe, Häftling insgesamt 34. Wir haben hier nichts, was auffällig ist. War es unter Regeln? Ich gucke mal ganz kurz hier runter. Ernährungsrichtlinien, Landwirtschaftsrichtlinien, sonstige Richtlinien. Gute Frage. Wo war es denn nochmal drunter? Ich bin verpeilt. Es tut mir wahnsinnig leid. Besserung. Besserung, entlassen, rück. Nein, keine Häftlinge gefunden. Momentan ist noch keiner entlassen worden. Das ist alles nicht so einfach. Ich sehe jetzt momentan die Regeln nicht, die ich wiederfinden wollte. War das hier drunter? Ja, da waren wir gerade eben schon mal. Richtlinien für Fehlverhalten, Richtlinien für Quotenentlassungen, Landwirtschaftsrichtlinien, sonstige Richtlinien, Richtlinien für Privilegien. Ja, das ist natürlich... Ha. Tja. Weil die Luxusgüter besitzt, das wäre ja schon durchaus theoretisch sinnvoll, wenn wir denen die Möglichkeit geben würden, so ein bisschen was Sinnvolles zu tun. Besserung, Häftlinge, Transfers überprüfen... Das war ja gar nicht da drunter. Das war ja hier unter Logistik und dann Gefängnis. Da. So, pass auf. Also, hier in dem Laden. Rechtsklick. So, Arbeitsverwaltung für den Laden. Tagesordnung, Arbeit, Freizeit, Arbeit und Einsperrzeit. Bestimmen Sie die Besuchszeiten für Kunden und setzen Sie während der Arbeitszeit, der Freizeit oder zu beiden Zeiten an. Okay. Also, bestimmen Sie die Besuchszeiten für Kunden und setzen Sie während der Arbeit, der Freizeit oder zu beiden Zeiten an. Also die entsprechende Besuchszeit. Arbeit und Freizeit oder Arbeit nur Freizeit, Arbeit und Freizeit, Arbeit und Einsperrzeit. So. Höchste Sicherheitsstufe. Höchste Sicherheitsstufe der Häftlinge, die hier arbeiten dürfen. Der Sicherheitsbereich des Raumes kann nicht überbrückt werden. Ja, es dürfen nur höchstens die höchste Sicherheitsstufe daran arbeiten. Die niedrige Sicherheitsstufe arbeitet von da bis da. Wachenstandard. So, die dürfen jetzt theoretisch nur in der Freizeit hier hin. Dann kann aber keiner in dem Laden arbeiten. Ich kann denen jetzt also nicht zuweisen, wann die hier Arbeitszeiten haben. Ne? Also ich weiß nicht, ob das hier Arbeitszeiten sind oder die Zeiten sind, wo die da hin dürfen. Arbeit und Freizeit, Arbeit und Einsperrzeit. Gute Frage. Wir bräuchten ja eigentlich Leute, die hier arbeiten. Guck mal, die können nämlich jetzt arbeiten, aber es kann halt keiner einkaufen da. Ne, das ist halt so ein bisschen ärgerlich, weil der Laden hat bis jetzt noch nicht einen Dollar abgeworfen. Weil die sind jetzt zwar hier, ja, aber können halt nicht einkaufen. Das ist ein bisschen belastend. Weil theoretisch wäre halt cool, wenn hier irgendeiner einkaufen könnte. Aber macht halt keiner, ne, weil das nicht kann. Irgendwie, da müssen wir das nochmal ein bisschen anders in den Griff kriegen. Der Laden wird irgendwann mal von wem anders betrieben. Der Laden wird mal von der Hochsicherheitsstufe betrieben. Und die müssen dann in der Zeit halt nicht arbeiten oder so. Irgendwie sowas werden wir uns da schon einfallen lassen können. Da sehe ich uns. Oder die Schutzbefohlenen dürfen da arbeiten. Das ist eigentlich auch eine coole Erfindung. Ich denke mal, irgendwas sowas in der Art und Weise werden wir da sicherlich umgesetzt kriegen. So, Werkstatt ist grundsätzlich da. Wir haben sogar ein bisschen Holz fertig. Das bringt uns 1700. Das verkaufe ich mal ganz kurz. Dann werden wir hoffentlich irgendwann auch die entsprechenden, 30 Nummernschilder irgendwann mal herstellen können. Und ansonsten würde ich sagen... Grundsätzlich bin ich für diese Folge erstmal zufrieden. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann logischerweise in der nächsten Folge wieder, ne? wie es sich so anbahnt. Ne? Und wenn ihr mögt, dann logischerweise am Samstag. Bis dahin, wunderschönen guten Tag. Tschüss, bis moin und macht's gut. Moin früh um 6 Uhr kommt die nächste Folge. Ciao.